So, Leute, sind wir beim nächsten Booster. Ich habe nochmal einen Epilog-Booster von Aftermath. Aftermath, ja, wirklich ein lustiges Set irgendwie. Vampire-Ding. Weil irgendwie hat an das Set niemand geglaubt. Surprise, es ist ja auch nicht so das beliebteste Set. Und irgendwie kenne ich auch niemanden, der jetzt sagt so, geil Aftermath, da habe ich nochmal Bock, ein Display zu öffnen. Aber vielleicht bewege ich mich nur in den falschen Bubbles. Wir haben Kolagans Warmonger, 3-Mana-3-2 Eile. Und wenn der angreift, können wir die obersten 6 Karten des Decks angucken, können eine Drachenkarte von der V auf die Hand nehmen und den Rest unter das Deck legen. Das ist ein Drachentutor. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir Cosmic Rebirth. Ein grünes, ein weißes, ein farbloses Instant. Wir suchen permanent aus dem Friedhof aus. Mana Value 3 oder weniger bringen wir ins Spiel. Wenn es nicht Mana Value 3 oder weniger ist, nehmen wir es auf die Hand und wir kriegen 3 Leben. Als Instant so ein Baleful Strix wieder zu holen als Blocker, ganz cool. Dann haben wir Kalix, Guided by Fate. Ein ehemaliger Planeswalker. Ich glaube, alle Mythic Rares sind ehemalige Planeswalker. Human Druid, 3-Mana 2-2 mit Constellation. Immer wenn der oder ein anderes permanentes, was ein Enchantment ist, ins Spielfeld kommt, legen wir eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. Das heißt, er kommt schon mal als 3-Mana 3-3er. Das ist nicht schlecht. Immer wenn eine enchantete Kreatur, die ihr kontrolliert, dem Gegner Schaden zufügt, dann könnt ihr eine Kopie von einem Non-Legendary Enchantment machen. Was? Ah, kann man nur einmal pro Runde machen, Gott sei Dank. Aber trotzdem, wir können jede Runde eine Kopie machen, wir können jede Runde eine Marke drauflegen, wir können jede Runde mehr geile Verzauberungen bekommen. Und Verzauberungen, gerade im Commander, sind nicht schlecht. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz cooler Commander. Das kann man bei ganz vielen Karten übrigens sagen, bei Aftermath. Dann haben wir unsere Foil, das ist Animist Might. 3-Mana, kostet 2-Mana weniger, wenn man eine Legendary Creature, die man kontrolliert, benutzt, also targetet. Dann fügt die Kreatur doppelt so viel Schaden an einer anderen Kreatur oder einem Planeswalker zu, die wir nicht kontrollieren. Okay. Und Sigarda Font of Blessing. Ist die hübsch? Warum kann die nicht voll sein? Ist die hübsch? 4-Mana 4-4 fliegend. Andere Permanente, die wir kontrollieren, haben Hexproof. Wir können die oberste Karte unseres Decks anschauen. Und wir können Engel oder Human-Karten vom Deck runterspielen. Wahnsinnig starke Karte. Und guckt euch mal bitte, bitte, bitte das Artwork an. Ist das nicht hübsch? Das ist hübsch, oder? Seid ihr auch der Meinung, dass es hübsch ist? Gut, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.